hatte ja schon einige Weiber. Doch bei vielen Beziehungen kann ich schon sagen, dass die etwas verkorkst waren. Aber diese Katastrophe, das war die größte. Und wenn ich daran zurückdenke, dann kriege ich Meningokokken. Und das war mit Annalena. Annalena. Oh, Annalena. 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 Oh, Annalena. Dein Gesammel geht mir total auf den Geist. Dabei weißt du nicht mal, wie Kobold richtig heißt. Ich würde mit dir so gerne auf die Grundschau und Schulen. Dabei die Zeit auf 2050 vorspulen. Du redest einfach so von Koalitionen. Von denen wird richtig ich direkt Halluzinationen. Bei Prämien bist du die Erste beim Preisverleih. Doch was die Wähler denken, ist dir einerlei. Annalena, Annalena. Zum Beispiel die Sanitäranlagen in Nigeria. Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Dann können alle Eingeborenen dahin laufen. Das Wichtigste für dich ist das Klima. Denn ansonsten geht es Deutschland doch prima. Dass hier so kalt ist, liegt ja nur am CO2. Und das bekräftigst du mit deiner Vielfliegerei. Bei den Schlümpfen trägst du gerne weiße Mütze. Das ist effektiv. Annalena, Annalena. Wow, Annalena. Annalena, Annalena. Wow, Annalena. Das bedeutet eine erhebliche Einsparung der Industrazienationen. Das ist doch kein Gedöns. Das ist ein Bacon of Hope. Nicht nur für unser Land, sondern auch für Länder, die mehr als 100.000 Kilometer entfernt sind. Houston, we got a problem. Annalena approaching. Mr. Data, Warp 2, Energie. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Emonozial werd ich bei deiner Fresse Freiheit. Du willst, dass andere sich um 360 Grad drehen. Da bin ich zu faul und bleib gleich lieber stehen. Du bringst die Leute gerne mal auf Kampflinie und ziehst dir gern was aus der Ostkokaine. Wohin sollen wir die 10% Energien spenden? Dann können wir zusammen Europa verändern. Annalena, Annalena. Scheiße!